Pekannuspil. Vorbereitungszeit 30 Minuten plus 20 Minuten. Kühlzeit. Zubereitungszeit ist 10 Minuten. Für 6 Personen. Ein Wiebecher Mehl v 3 Becher Brauner. 125 Gramm Butter, gehackt Zucker. 2 bis 3 EL eiskaltes Wasser 80 ml Malzsirup. 1 TL Vanillearoma. Füllung einer Prise Salz. 1 V 4 Becher Pekannüsse. 2 Eier, leicht verquirlt. 30 Gramm Butter, zerlassen. Und abgekühlt. Und Butter in der Küchenmaschine in 20 Sekunden zu einer Kür unbekanntes Zeichen Niedenmasse rühren. Nach und nach Wasser zugießen und weiter rühren, bis ein homogener Teig entsteht. Auf eine leicht bemehlte Fläche legen und kneten, bis der Teig geschmeidig wird. 2 kleiner als J gleich. Teig zu einem großen Rechteck ausrollen und in eine flache Kastenform legen. Überstehende Rähen unbekanntes Zeichen der mit dem Nudelholz abtrennen und 20 Minuten in den Kühlschrank stehlen unbekanntes Zeichen lehnen. Teigreste auf einem Stück Backpapier auf. 3 mm Stärke ausrollen, mit Klarsichtfolie abdecken und ebenfalls in den Kühlschrank stellen. 3 Sirgonflex-Ofen auf 180 Grad Celsius, Gas 2 bis 3, vorheizen. Teig in der Kastenform mit Backpapier unbekanntes Zeichen P abdecken, eine Schicht getrocknete Bohnen oder Reis darüber streuen und 15 Minuten blind backen. Dann Papier und Reisend unbekanntes Zeichen fernen und weitere 10 Mittwoch unbekanntes Zeichen Natten backen, bis der Teig eine goldbraune Farbe annimmt. Aus dem Ofen nehmen und völlig ab unbekanntes Zeichen kühlen lassen. 4 kleiner als J gleich. Für die Füllung, Pekannüsse auf dem Vor. Gebackenen Boden 4 Teig unbekanntes Zeichen lehnen. Eier, Butter, Sirup, Vanillearoma und Salz in einem Messbecher gut verrühren und über die Nüsse gießen. Aus den ausgerollten Teigresten nette Verzierungen ausstechen und auf die Nussfüllung legen. Die Backzeit beträgt 45 Minuten unbekanntes Zeichen 10. Anschließend den Pai abkühlen lassen und bei Zimmertemperatur, je nach Geschmack auch mit Schlagsahne, servieren. Hinweis: kleiner als J gleich. Dieser Pai kann auch am Vortag gebacken und bis zum Servieren im Kühlschrank aufbewahrt werden. Selber API. Vorbereitungszeit, 20 Minuten plus Kühlzeit. Zubereitungszeit, 30 bis 35 Minimum. Für 4 Personen. 1 VT-Becher Mehlfüllung. 125 Gramm Butter, in Stücken 500 Gramm Heidelbeeren. Wie Becher Puderzucker V 4 Becher Puderzucker. Etwas Puderzucker zum 1 TL fein geriebene. Bestäuben Zitronenschale. 60 ml Zitronensaft wie TL Zimt gemahlener. 1 Eiweiß, leicht geschla. Gen. L. Butter und Puderzucker in der Küchenmaschine 15 Sekunden mischen, bis die Masse körnig wird. Zitronensaft zugießen, kurz rühren, bis sich die Zutaten zu einem Teig vermischen. 2 kleiner als Sirkonflex größer als, Teig auf Backpapier weich kneten, zu einem Kreis, 30 cm Durchmesser. Ausrollen, mit Klarsichtfolie abdecken und 10 Minuten kühl stellen. Die Heidelbeeren in eine Schüssel geben und mit dem Puderzucker, der abgeriebenen Zitronenschale und dem Zimt bestäuben. Den Ofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. 3 Apostroph kleiner als Sirkonflex größer als, Teig mit dem Backpapier unbekanntes Zeichen Pier auf ein Backblech legen. Den Teig in der Mitte mit Eiweiß bestreichen. Die Heidelbeeren kreisförmig, 20 cm Durchmesser, auf den Teig streichen. Ränder über die Füllung zur Mitte hochziehen, sodass Füllung noch sichtbar ist. 30 bis 35 Minuten backen. Vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben. Zitronenbeisapi. H-4 Becher Mehl 2 TL abgeriebene. 2 bis 3 EL Puderzucker Zitronenschale. 125 Gramm Butter, gehackt wie Becher feiner Zucker.
3 EL eiskaltes Wasser 6 Eigelb. 30 Gramm Butter, in Stücken. Füllung. V-Stern. Becher Maismehlüberzug. 80 ml Wasser 6 Eiweiß, geschlagen. 250 ml Zitronensaft Prozent Becher feiner Zucker. Mehl und Puder unbekanntes Zeichen Zucker in eine große Schüssel unbekanntes Zeichen Siehe 7. Butterstückchen mit den Fingern mit dem Mehl vermischen, bis eine körnige Masse entsteht. Nach und nach Wasser zu unbekanntes Zeichen geben und zu einem festen Teig kneten. Aus der Schüssel unbekanntes Zeichen Siehe nehmen und auf einer leicht bemehlten Fläche zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten. Teig zwischen zwei Lagen Klarsichtfolie kreisförmig auf 22 cm Durchmesser ausrollen. Backring auf ein Backblech legen, Teig hineingeben und überstehende Ränder zurechtschneiden. Backring 20 Minuten in den Kühlschrank stellen. Ofen auf 180 Grad Celsius, Gas 2 bis 3, vorher unbekanntes Zeichen 10. Teig mit Backpapier abdecken. Eine Schicht getrocknete Bohnen oder Reis darüber streuen und 10 Minuten blind backen. Dann Papier und Reisend unbekanntes Zeichen fernen und weitere 10 Mittwoch unbekanntes Zeichen Natten goldgelb backen. Aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Ofen ausschalten. Zwei kleine Alzio Cornflakes für die Füllung, Maismehl mit etwas Wasser in einer Schüssel gründlich verrühren. Restliches Wasser. Zitronensaft und Schar unbekanntes Zeichen Le sowie Zucker in eine Klei unbekanntes Zeichen Nebpfanne geben und ohne Hitze zuvor rühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Angerührtes Mehl zufügen und ebenfalls gut verrühren. Langsam zum Kochen bringen, bis die Mischung eintickt, und eine weitere Minute unterrühren sanft kochen las unbekanntes Zeichen Senior. Vom Herd nehmen und das Eigelb und die Butt unbekanntes Zeichen Tee unterziehen. Füllung in eine Schüssel geben, mit Folie abdecken und völlig auskühlen lassen. 3 kleine als J. Für den Überzug, Ofen auf 150 Grad Celsius, Gas 2, vorheizen. Eiweiß in einer trockenen Schüssel mit dem Mixer steif schlagen, bis kleine Spitzen entste unbekanntes Zeichen Hähn. Zucker einrieseln las. 38. Sinn und weiter rühren, bis eine dicke glänzende Masse entsteht. Abgekühlte Füllung auf dem vorgebackenen Boden verteilen, Beiser darüber streichen und zu dekorativen Häubchen vormähen. 20 Minuten backen, bis der Beiser leicht zu bräunen beginnt. Hinweis Apostroph Sir Conflex der Abgebiel unbekanntes Zeichen Dete Pie wurde in einem Backring zubereitet, wie er in guten Haushaltswarengeschäften erhältlich ist. Man legt ihn direkt auf das Backblech, er lässt sich leicht abnehmen und er unbekanntes Zeichen möglicht ein leichtes auf unbekanntes Zeichen tragen der Füllung. Der Pie lässt sich aber genauso gut in einer Spring- oder auf unbekanntes Zeichen Laufform, 22 cm durch unbekanntes Zeichen Messer, backen. Eignet's mit Kili Zucker. 2 Eier. 150 Gramm Mehl. 60 Milliliter Milch. 1 Ananas. Reines sonnenunbekanntes Zeichen. Blumenöl. 4 EL Mehl. 3 EL Zucker. 2 TL Chili-Pulver. Erstens für den Teig, Eier mit Mehl. Und Milch verrühren. Zweitens von der Ananasblätter und Stielansatz abschneiden, der Länge nach schälen, in Viertel. Schneiden, Strunk entfernen und in Stücke schneiden. Drittens in einem Topf Tommy reines Sonnenblumenöl heiß werden lassen. Die Ananasstücke in Mehl wenden, durch den Teig ziehen, in das heiße Öl tauchen und ausbacken. Herausnehmen und auf Küchenpapier abdrücken.